Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren GWriters Tutorial. Heute geht es um ein Thema, das wir Ihnen gerne zeigen möchten, wie Sie erfolgreich ein Exposé für Ihre Abschlussarbeit, Hausarbeit oder jede andere wissenschaftliche Arbeit erstellen können. Es gibt drei Themen, drei Dinge, die ich Ihnen heute gerne nahebringen möchte, die bei der Erstellung eines Exposés wichtig sind. Zuerst einmal das Thema Inhalt, dann das Thema Recherche, also wie komme ich überhaupt zum Inhalt meines Exposés, und dann das Thema Gliederung, also was soll überhaupt in ein Exposé hinein. Zuerst einmal die Frage nach dem Inhalt, also für was steht überhaupt ein Exposé, was ist überhaupt ein Exposé? Ein Exposé stellt die Problemstellung, den Inhalt Ihrer wissenschaftlichen Arbeit dar. Das heißt, es präsentiert, um was es sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit handelt, mit welcher Themenstellung, mit welcher Fragestellung Sie sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit auseinandersetzen, und dient sowohl Ihrer Abstimmung mit Ihrem Lehrstuhl als auch einem externen Leser, bietet das Exposé die Möglichkeit, wenn er das Exposé gelesen hat, zu verstehen, warum schreiben Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit, worum geht es in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und was ist letztlich Zielsetzung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Es gibt demnach quasi den roten Faden Ihrer wissenschaftlichen Arbeit vor, und das macht auch gleich den Charme eines Exposés aus, dass es auch für Sie sozusagen die Leitlinie ist, um eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Es ist der Anker, der Sie durch die See führt, in dem Ihr Schiff segelt, wenn Sie die wissenschaftliche Arbeit schreiben. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, einen Blick auf das Exposé zu lenken und sich zu fragen, bin ich noch mit meinem Steuer auf dem richtigen Wege? Erfülle ich die Zielsetzung noch, die ich mir in meinem Exposé gegeben habe, oder drifte ich vielleicht ab? Das ist also letztlich Inhalt und dementsprechend auch Zweck eines Exposé. Nun, wie komme ich zu den Inhalten eines Exposés und was steht letztlich auch, und dann kommen wir auch zum Thema der Gliederung ganz am Ende, was steht letztlich auch in einem Exposé drinnen? Die Frage also der Recherche zuerst einmal. Was kann ich alles nutzen, um zu der Themenstellung, die ich mir entweder ausgesucht habe oder die ich in Abstimmung mit meinem Professor, mit meinem Betreuer entwickelt habe oder die mir gegebenenfalls sogar vorgegeben wurde, was kann ich nutzen, um dafür den Inhalt zu finden? Ganz wichtig sind zunächst einmal wissenschaftliche Datenbanken. Hier werden Sie in der Regel über Ihr Institut, Ihren Lehrstuhl entsprechende Zugriffe bekommen, und dort können Sie dann mit Schlagworten, mit Stichworten zu Ihrem wissenschaftlichen Thema suchen. Zeitlich begrenzt, inhaltlich begrenzt, mit entsprechenden methodischen Verknüpfungen dann auch. Natürlich gibt es auch allgemeine Datenbanken, auf die Sie zugreifen können. Google Scholar beispielsweise ist hier ein gutes Beispiel dafür, oder auch Google Books. Dann natürlich das Thema Gespräche. Es ist häufig bei den Themenstellungen auch ganz, ganz wichtig, sich mit Experten, Fachexperten zum Thema sowohl aus der Praxis als auch der Theorie auseinanderzusetzen. Und hier bekommen Sie dann auch schon ein Gefühl dafür, was fehlt vielleicht noch bei meinem Thema, was kann ich vielleicht noch vertiefen, wo kann ich vielleicht noch in der Literatur weiter suchen. Und all das fließt gewissermaßen ein in die zwei großen Fragestellungen dann auch, mit denen Sie sich innerhalb einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigen können. Fall 1, die Lücke, habe ich sie mal genannt, und Fall 2, die Vertiefung. Sie werden nämlich im Rahmen der Recherche, im Rahmen Ihrer Gespräche erkennen, dass es grundsätzlich zwei Möglichkeiten gibt, wie man sich in einer wissenschaftlichen Arbeit mit einer Themenstellung auseinandersetzen kann, und das fließt dann natürlich auch als Methodik in das Exposé hinein. Es kann natürlich
nämlich zum einen mal die Möglichkeit geben, sie erkennen, es gibt eine wissenschaftliche Lücke. Sie stellen also fest, man hat sich in der Literatur vielfach mit Themen, mit Fragestellungen zu ihrer Thematik beschäftigt, aber eben mit einer besonderen Fragestellung noch nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt. Und genau das könnte dann die Lücke sein, mit der Sie sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und dementsprechend auch in Ihrem Exposé beschäftigen. Oder Fall 2, es handelt sich um eine Vertiefung. Das heißt, Sie stellen fest, das Thema ist gut bis relativ gut erforscht, aber es gibt dennoch Themenstellungen und Fragestellungen Ihres Themas, die eben noch nicht so gut erforscht sind, die einer vertieften Forschung dienen könnten. Und das könnte dann der Fall 2 sein. Und diese vertiefte Forschung könnte beispielsweise eine weitere Literaturrecherche oder könnte auch dann eine empirische Arbeit sein. Und dann haben Sie schon die wichtigsten Grundlagen eigentlich geschaffen für die Erstellung des Exposés, sodass wir dann zum dritten Punkt kommen, nämlich zur Gliederung. Was soll dann überhaupt alles in einem Exposé stehen? Der erste Punkt wäre natürlich Thema und Problemstellung. Das heißt, Sie müssen sich erstmal natürlich im Exposé mit Ihrem Thema, mit Ihrer Problemstellung beschäftigen, müssen darstellen, was ist Themenstellung, was ist letztlich Fragestellung und dann je nachdem auch die Lücke herausarbeiten oder die Vertiefung herausarbeiten. Aus der Lücke heraus, beziehungsweise aus der Vertiefung, also sprich aus der wissenschaftlichen Relevanz Ihres Themas, ergeben sich dann automatisch die Forschungsfrage oder die Forschungsfragen. Kann eine Forschungsfrage sein, können mehrere Forschungsfragen sein, kann gegebenenfalls auch eine Hauptforschungsfrage mit mehreren Unterfragen sein. Des Weiteren, kein Pflichtbestandteil, aber ein möglicher Bestandteil in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, die Hypothese. Um aber eine Hypothese oder auch gegebenenfalls wieder mehrere, also Hypothesen, aufstellen zu können, ist es aber wiederum zwingend notwendig, sich erst einmal mit dem Thema beschäftigt zu haben. Das heißt, Sie müssen recherchiert haben, weil erst aus der Recherche heraus können Sie Hypothesen, sprich Annahmen über die Wirklichkeit entwickeln, die es dann neben der Forschungsfrage in der Arbeit zu verifizieren, sprich zu prüfen gilt. Also treffen die Hypothesen zu, kann man sie bestätigen oder muss man sie widerlegen oder kann man sie gegebenenfalls auch gar nicht beantworten. Dann werden Sie als nächsten Punkt in Ihrem Exposé beschreiben, was die Zielsetzung Ihrer Arbeit ist. Das heißt, was soll neben der Beantwortung der Forschungsfrage und der Beantwortung der Hypothese am Ende stehen? Und das haben wir ein Stück weit schon hier bei dem Thema und beim roten Faden erarbeitet. Das heißt, hier steht dann, was ist am Ende Erkenntnis, was ist am Ende Ergebnis Ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Thema Methodik hatte ich schon angesprochen. Methodik, hier beschreiben Sie, welches methodische Verfahren Sie innerhalb Ihrer wissenschaftlichen Arbeit anwenden. Das können im Wesentlichen zwei Stück sein. Das kann auf der einen Seite eine reine Literaturarbeit sein. Das wird insbesondere der Fall sein, wenn es um das Thema Vertiefung geht. Das kann dann als zweite Möglichkeit eine empirische Arbeit sein, die natürlich auch aus einem Literaturteil besteht. Keine empirische Arbeit kommt ohne einen Literaturteil aus. Aber im empirischen Teil, der beispielsweise aus Befragungen oder dergleichen bestehen kann, kann es dann eben darum gehen, genau diese Lücke noch näher zu erforschen und dann auch zu den Aussagen zur Theorie wiederzuspiegeln, sprich Gemeinsamkeiten oder Unterschiede abzuleiten. Dann ein ganz wichtiger Punkt nach der Methodik, dass Sie die Gliederung der Arbeit darstellen. Das muss noch keine finale Gliederung sein, bis in aller
Ende bis in jede Verästelung, aber sollte zumindest eine Grobgliederung der wissenschaftlichen Arbeit darstellen. Und der letzte Punkt, der in ein Exposé hineingehört, ist ein ganz wesentlicher und ein ganz wichtiger Teil des Exposés, nämlich das Literaturverzeichnis. Und das ist ja am Ende eigentlich nur ein Ergebnis aus der Recherche, weil in der Recherche, dort lesen Sie ja die Literatur, das heißt, Sie sollten sich hier natürlich auch dokumentieren, weil diese brauchen Sie dann für die Erstellung des Exposés. Und dann kann Ihr Betreuer, Ihr Professor eben auch erkennen, wenn er die Literatur liest, ob Sie sich ausreichend mit dem Thema beschäftigt haben und ob Sie dann auch ausreichend aktiv waren, um entscheiden zu können, handelt es sich jetzt um die Behandlung einer Lücke oder um die Vertiefung einer wissenschaftlichen Thematik. Sie sehen also, wenn Sie diese drei Punkte beachten, ein Exposé, das ist durchaus schon eine hohe wissenschaftliche Leistung, die da erbracht wird. Und Sie sollten sich auch entsprechend Zeit nehmen bei der Erstellung eines Exposés, sollten auch intensiv mit der Thematik arbeiten, weil es ist nicht zu unterschätzen, es bietet für Sie den unwahrscheinlichen Vorteil, es ist der rote Faden für die Arbeit, das heißt, Sie können immer wieder auf das Exposé zurückgreifen und ganz, ganz wichtig und nicht zu unterschätzen, die ganzen Teile, die Sie hier geschrieben haben, die können natürlich eins zu eins in Ihre wissenschaftliche Arbeit einfließen, das heißt, wenn Sie ein gutes und umfangreiches Exposé haben, kann das schon mal bis zu 15 bis 20% Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ausmachen und damit haben Sie keine Zeit verloren. Ganz im Gegenteil, Sie haben schon einen guten Teil Ihrer wissenschaftlichen Arbeit geschrieben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Glück, viel Erfolg bei der Erstellung eines Exposés. Legen Sie sehr, sehr viel Wert auf das Exposé. Stimmen Sie dann das Exposé auch intensiv mit Ihrem Betreuer, mit Ihrem Professor ab, weil es bildet letztlich die Grundlage für Ihre wissenschaftliche Arbeit und damit auch den Erfolg und damit eben auch für eine gute Note. In diesem Sinne viel Erfolg damit.